Ein schwerer Fall für Scotland Yard. Mr. X ist auf der Flucht und in London untergetaucht. Da, plötzlich hat man ihn kurz gesehen. Das ist die Chance für die Detektive, ihm auf die Fersen zu kommen. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf bewahren. Einzige Anhaltspunkte für die Detektive sind die Tickets, die er benutzt. Taxi, Bus oder U-Bahn? Welches Verkehrsmittel wählt Mr. X wohl als nächstes? Die Detektive konstruieren mögliche Fluchtwege und versuchen, Mr. X einzukreisen. Hat die Flucht durch London nun ein Ende? Scotland Yard besticht durch seine einfachen Regeln und seinen originellen Spielmechanismus. Ein Spieler ist als Mr. X auf der Flucht, während die anderen gemeinsam die Rolle der Detektive einnehmen. Hier heißt es also, einer gegen alle. Ein ungleiches Spiel? Nein, Mr. X ist immer eine Nasenlänge voraus, denn er gibt seinen Mitspielern nur das benutzte Verkehrsmittel bekannt. In festgelegten Abständen muss sich Mr. X jedoch kurz zeigen. Das ist die Chance, ihm auf die Fersen zu kommen. Doch Mr. X hat noch ein Ass im Ärmel. Für welche Seite entscheidest du dich? Bist du lieber auf der Flucht? Oder nimmst du die Verfolgung auf? Das Kultspiel Scotland Yard, Spiel des Jahres 1983, ist für 3 bis 6 Spieler ab 10 Jahren. Viel Spaß!